Mahlzeit und hallo, liebe Mystery-Freunde. Ihr kennt bestimmt allen möglichen Inseln auf diesem Planeten und es gibt ja da Inseln oder ganze Inselreiche, die sind ja weltberühmt. Ich spreche jetzt nicht irgendwie von Atlantis oder so etwas. Man denke zum Beispiel an Hawaii. Hawaii kennt jeder und natürlich kennt man auch eventuell die Galapagos-Inseln. Aber es gibt eine Insel bzw. ein kleines Inselreich im Südpazifik, Gott verlassen, ganz einsam und verloren in dieser riesigen Wasserwelt des Pazifiks. Und das sind die Pitcairn-Inseln. Das sind genauer gesagt vier Inseln, beziehungsweise zwei Atolle und zwei Inseln. Und die liegen wirklich abseits, sehr isoliert dort im Südpazifik und wurden auch erst 1767 von den europäischen Seefahrern offiziell entdeckt. Wahrscheinlich wurden zwei dieser Atolle schon 1605 gesichtet, aber diese Inseln sind heutzutage nicht bewohnt, beziehungsweise diese Atolle, sondern nur die namensgebende Insel, die Pitcairn-Insel. Die ist gerade mal 4,5 Quadratkilometer groß. Heute leben so ungefähr 50 Personen dort, 50 Menschen. Es werden immer weniger. Es ist sogar vor einigen Jahren mal eine Ausschreibung gestartet, dass die Einwohner suchen, Bewohner, die könnten sich dort bewerben, ob sie auf die Insel übersiedeln wollen, ob sie dort leben wollen. Das kostete übrigens $300 Gebühr und man musste nicht einmal vorher auf der Insel gewesen sein. Aber diese gottverlassene Insel dort, die war natürlich nicht immer unbewohnt. Als die ersten Europäer dort angekommen sind, fanden sie sie unbewohnt vor, aber sie wurde später mehr oder weniger neu besiedelt, nachdem sie verlassen wurde. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen in diesem Video. Und zwar wurde deshalb diese Insel im Laufe der Jahre oder im Laufe der Jahrzehnte weltberühmt. Und zwar hat es die legendäre Meuterei auf der Bounty gegeben. 1789 ist das gewesen. Und da kennt ihr wahrscheinlich ein, zwei, drei Verfilmungen von dieser Story, die, naja, mal mehr, mal weniger realitätsnah sind. Und da kam es eben zu dieser Meuterei. Die Meuterer sind dann mit der Bounty, mit dem Schiff, wieder nach Tahiti gefahren, wo sie vorher einige Monate gewesen sind und haben dann einige Inseln abgesucht. Wo können wir uns denn als Meuterer niederlassen, dass uns die britische Krone nicht findet im Pazifik und dann nach Großbritannien bringt und an den Galgen dann eben aufhängt. Und so kam dann Fletcher Christian, war der Anführer, quasi der Hauptmeuterer, kam dann auf die Idee, die Pitcairn-Insel, die haben wir doch da noch und die ist irgendwie in den britischen Seekarten falsch eingezeichnet. Also sind sie dann dorthin gesegelt, das war ein Jahr später, das war 1790, haben die Insel zwei Tage lang erkundet und haben gesagt, gut, hier gibt es eine Süßwasserquelle und die Insel ist eben falsch eingezeichnet in den Karten, hier werden die uns wohl nicht finden. Sie hatten von Tahiti einige Männer mitgenommen und einige Frauen und waren, glaube ich, noch 8 Meuterer insgesamt und die haben sich dann dort angesiedelt. Und die klassische Verfilmung, ich weiß nicht, wann das ins Kino kam, ist natürlich alles paradiesisch dargestellt oder und all so etwas, aber in Wirklichkeit ging das da ganz schön daneben auf dieser kleinen Insel Pitcairn, die ist gerade mal nicht einmal 4 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit, weil es gab dort Streit, es gab Morde, es kam zum Alkoholismus auf dieser Insel, als sie angefangen haben, aus bestimmten Wurzeln auf der Insel Schnaps zu brennen. Und es gab einen offensichtlichen Männerüberschuss. Sie haben von Tahiti Frauen mitgenommen und einige Männer, aber die Frauen gehörten quasi alle den Briten, den Meuterern, den Europäern. Und die polynesischen Männer kamen da zu kurz. Und als dann mal eine Frau gestorben ist, hat sich da einer der Briten einfach eine von den Polynesen genommen und die war schon vergeben und dann kam es zum Mord. Fletcher Christian wurde dann auch ermordet, eben der Anführer der Meuterer in diesem klassischen Film, in dieser klassischen Verfilmung ist das übrigens so dargestellt, dass die Bounty niedergebrannt wurde und er dann noch Objekte und Karten und all so etwas aus der Bounty retten wollte und dabei ums Leben gekommen ist. Dass die Bounty niedergebrannt wurde, das stimmt eben, damit sie untergeht und die Briten sie nicht finden, aber er wurde tatsächlich ermordet. Irgendwann lebte dann nur noch eine einzige Person auf dieser kleinen einsamen Insel mit den Frauen zusammen und den vielen Kindern, die da im Laufe der Jahre gezeugt wurden. Und das war John
Adams. Da gibt es eine Ansiedlung, die einzige Ansiedlung auf der Insel, die heißt Adamstown, ist nach ihm benannt. Er war der letzte Überlebende, der 1829 friedlich eingeschlafen ist im hohen Alter. Und als die ersten britischen Schiffe 1840 wieder auf die Insel gekommen sind, war er schon 14 Jahre alleine dort. 14 Jahre alleine in Anführungszeichen, denn bei ihm waren noch 10 polynesische Frauen und 23 Kinder, weil eben dort es drunter und drüber ging wegen Eifersucht, Morde, die Trunksucht eben. Und er wurde dann doch begnadigt. Und zwar hatte er aufgrund der Bibel, die mit an der auf der Bounty war, den Menschen dort das Christentum beigebracht, hat ihnen Lesen und Schreiben gelernt und hat eine ganz große, fromme Gemeinschaft dort etabliert und auch eine Kirche gebaut. Und das waren dann alles gebildete, fromme Leute, sehr zum Erstaunen der Seefahrer dort. Und sie haben im Laufe der Jahre, bis heute sogar noch, werden sie gefördert von christlichen Gemeinschaften, dass sie Geld spenden für diese Insel, für diese Personen dort. 40 bis 50 Cent ist ja heute. Und maximal haben da wohl mal 200 Leute gelebt. Zum Beispiel 1948 lebten auch noch 200 Personen da. Aber viele haben eben dort keine Zukunft, verlassen die Insel zum Beispiel nach Australien oder noch Neuseeland oder gehen eben ins britische Königreich, ins britische Empire, weil das ist so ein kleines Inselreich, was noch zu Großbritannien gehört, politisch zumindest. Nun, als die Meuterer dort angekommen sind, haben sie eben diese Insel dann 2 Tage erkundet, haben gemerkt, wir sind hier ganz allein, wir können hier siedeln. Aber sie fanden da schon Spuren der Ureinwohner vor, die überhaupt nicht mehr auf der Insel waren. Und diese Spuren waren Bestattungen und aus Stein errichtete Plattformen, auf denen Figuren standen aus Tuffgestein, also aus Vulkangestein, menschliche Figuren, so an die 2 Meter hoch. Auch spätere Seefahrer und Entdecker des 19. Jahrhunderts haben das beschrieben, haben aber auch beschrieben, dass die fast gar nicht mehr vorhanden sind und zerstört wurden und die Vegetation schon alles vernichtet hat. Also diese Ursprünge dieser Siedler dort, die auf der Insel einmal lebten, sind im Laufe der Jahre mehr und mehr zerstört und vernichtet worden. Man geht davon aus, dass die Insel besiedelt wurde, so ungefähr 800 bis 1000 nach Christus. Und zwar von Westen her, von einem Inselreich, das nennt sich Magereva. Das liegt so Luftlinie 515 Kilometer über dem Pazifik entfernt. Da gab es dann auch ein ganzes Handelsnetzwerk mit diesen ganzen Inseln, die es dort gegeben hat oder beziehungsweise noch gibt. Das ging ungefähr so bis 1450. Und dann auf einmal ist dieses ganze Handelsnetz über den offenen Pazifik, also über den Ozean, zusammengebrochen. Warum? Ist unbekannt. Es wird vermutet, vielleicht gab es tatsächlich eine Überbevölkerung oder die Bäume wurden alle abgeholzt auf der Insel. Man konnte also keine großen Kanus oder Flöße mehr bauen für den Handel. Man hat zum Beispiel Obsidian, also ein vulkanisches Glasgestein, gehandelt und bestimmte Muscheln und Austermuscheln und so etwas. Das hat man über Hunderte oder Tausende von Kilometern vielleicht sogar gehandelt auf den einzelnen Inseln. Aber irgendwann war es dann auch auf der Pitcairn-Insel, auf der Hauptinsel eben dieser 4 Inseln, irgendwie nicht mehr geeignet, dort zu leben. Und irgendwann im Laufe des 17. Jahrhunderts haben die Ureinwohner, die polynesischen Ureinwohner, diese Insel vollständig aufgegeben und haben sie verlassen. Wohin sie gesegelt sind oder gerudert sind, das ist natürlich unbekannt. Es gibt ja keine schriftlichen Aufzeichnungen, wohin die Ureinwohner dann verschwunden sind. Zum Beispiel, wir sind aufgebrochen, dann und dann in Richtung Osten oder Westen oder Süden, wie auch immer. Das ist natürlich alles nicht notiert und nicht aufgeschrieben worden. Aber als im 19. Jahrhundert die ersten Entdecker auf ihren Südsee-Expeditionen eben auch die Pitcairn-Insel betraten, fanden sie zum Beispiel auch noch den lebenden Adams vor. Und er hat auch erzählt, dass er damals schon bei der Umsiedlung der Meuterer auf dieser Insel überall solche Figuren gefunden hat. Da wird dann gestritten, wie viel gab es denn? Einige haben gesagt, es gab nur 3 oder 4 solcher Figuren. Das ist also eigentlich relativ wenig. Andere haben gesagt, nein, hiervon gab es viel, viel mehr. Aber
aber die ersten Entdecker und Forscher, Archäologen waren es ja nicht, haben auch gesagt, diese Figuren, die sie noch selber gesehen haben, haben ganz große Ähnlichkeit mit den Moai-Figuren auf der Osterinsel. Und die liegt ganz grob 2000 Kilometer Richtung Osten, Luftlinie entfernt. Und da kennen wir natürlich alle die Moais, die Statuen, die da stehen. Und die stehen auch auf solchen Sockeln, Au-Sockeln nennt man die. Auch in diesem Umfeld sind Skelette gefunden worden auf der Osterinsel, Bestattungen und so etwas, genau wie auf der Pitcairn-Insel. Nur da sind die Figuren wesentlich kleiner, wie gesagt, so 2 Meter groß, zwar das gleiche Gestein und teilweise auch ein bisschen sehr viel gröber behauen, aber das ist heute leider archäologisch kaum mehr zu erfassen. Es gibt ein kleines, winziges Museum auf dieser Insel, wo noch Reste solcher Figuren zu sehen sind. Ich zeige ja, habe ja da so ein paar Bilder gezeigt, wie diese sehr traurigen Reste da noch aussehen. Und das Erstaunliche ist übrigens auch an der Insel, die ist schon mit Google Street View vollkommen erfasst worden. Da kann man sich, wenn ihr mal Google Earth aufruft, dann nutzt mal Google Street View und da kann man tatsächlich über die Insel herumlaufen. Auf so einer winzigen Insel ist also schon Google gewesen, um das da alles zu dokumentieren und abzufilmen. Aber deshalb kann man eben auch das kleine Museum dort sehen, wenn man da so einen kleinen Schwenker macht, wie es hier ja gerade gesehen habt. Und da finden sich eben solche figürlichen Darstellungen, kann man gar nicht mehr sagen. Der Kopf fehlt ja. Solche Reste. Und wenn man so genau hinschaut, da muss man wirklich genau hinschauen, man sieht auch, dass diese langen Arme offensichtlich herunterreichen, bis so über den Bauchnabel, also im Bauchbereich und da so vorne dran liegen. Genau das finden wir ja auch bei den Moai-Figuren vor. Das heißt also, hier müssen auf beiden Inseln, da bin ich fest von überzeugt, die gleichen kulturellen Elemente vorhanden gewesen sein, meinetwegen Verehrung der Ahnen. Die Figuren wurden meinetwegen da, sollten verstorbene Ahnen oder irgendwelche Könige der Insel oder so darstellen. Das wird ja auch von der Osterinsel so behauptet. Nur es ist so, als die Insel verlassen wurde, die Pitcairn-Insel im 17. Jahrhundert, wohin die dann auch immer gesegelt oder gerudert sind, gab es auf der Osterinsel schon den Kult der Moai-Figuren. Das heißt also, die letzten Flüchtlinge von dieser Insel werden nicht 2000 Kilometer Richtung Osten gefahren sein, dann die Osterinsel gefunden haben und haben gesagt, so, jetzt werden wir uns hier ansiedeln und werden den Kult, den wir auf der Pitcairn-Insel, wie immer sie damals auch geheißen hat bei den Polynesiern, werden den Kult jetzt hier weiter ausbauen und auch solche Sockel aufbauen und darauf Figuren aufbauen, die eben dort Moais heißen. Die sind ja viel größer, wie schon gesagt. Ich glaube eher, es gab tatsächlich zwischen diesen beiden Inseln über die 2000 Kilometer oder sogar noch mehr Kilometer, da gab es tatsächlich eine Beziehung. Und da hat man nicht nur irgendetwas gehandelt, wie eben zum Beispiel Austermuscheln oder Obsidian und Klingen und so etwas, sondern man hat natürlich auch sich kulturell ausgetauscht. Man hatte ja quasi die gleichen Ursprünge. Man geht ja davon aus, dass die Osterinsel vom Osten her besiedelt wurde, wobei ich davon überzeugt bin, dass es auch Siedlungswellen oder Siedler gab, die vom südamerikanischen Festland gekommen sind, zum Beispiel Peru, Ecuador dort, dass sie dann von dort Richtung Westen gefahren sind und auch die Osterinsel besiedelt haben. Da gibt es auch durchaus einige Parallelen, sogar genetische Parallelen auf einem anderen Inselreich. Dazu blende ich euch mal ein Video ein. Aber das ist schon interessant, dass hier offenbar ein kultureller Austausch stattgefunden hat. Ich habe vor einiger Zeit hier ein Video hochgeladen und freigeschaltet, das blende ich euch auch mal ein. Da ging es um eine versunkene Zivilisation oder Kultur auf Sulawesi. Das ist so nördlich von Australien, also noch viel, viel weiter in Richtung Westen. Da gibt es auch megalithische Figuren, Statuen bis 400 Meter groß, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Osterinsel haben, aber nur in Teilen, in einigen Details, denn sie haben auch enorme Unterschiede. Aber vielleicht gab es da ja tatsächlich auch eine Verbindung hin. Interessant ist, da auf Sulawesi, da ist überhaupt nicht bekannt, wie alt diese Megalithstätte da eigentlich ist in so einem Tal. Da stehen hunderte von solchen Megalithen rum und auch in menschlichen Figuren. Da wird spekuliert, vielleicht sind sie nur 600 Jahre alt, also eigentlich relativ jung, oder vielleicht schon 5000 oder noch mehr Jahre. Da steckt nämlich eben die Archäologie auch in den Kinderschuhen. Da müsst ihr euch am besten mal dieses Video, was ich gerade erwähnte, einmal anschauen. Aber hier ist es offensichtlich so, die Pitcairn-Insel, man kennt sie nur von Hollywood, von der Meuterei
auf der Bounty, aber man weiß gar nicht, was da in der Frühgeschichte alles so geschehen ist. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Das ist eine Figur von Henderson Island. Das ist so ein bisschen da entfernt von der Pitcairn-Hauptinsel, ist aber auch eine Insel, die zu den Pitcairn-Inseln gehört. Die war früher auch einmal besiedelt, zum Beispiel auch als dieses Handelsnetzwerk Mitte des 15. Jahrhunderts zusammengebrochen ist, war diese Insel besiedelt. Und diese Figur, die da so im Erdreich liegt, die soll auf dieser Insel fotografiert worden sein. Ich habe diese Aufnahme von meinem Autorenkollegen Walter Jörg Langbein, der hat sie einmal präsentiert und auch mit den Osterinsel-Moais verglichen. Da ist die Ähnlichkeit wirklich ganz erstaunlich und das ist eigentlich eindeutig, dass diese Figuren gleich sind, vor allen Dingen, wenn man die vergleicht mit einer im Erdreich schlummernden Moai-Figur auf der Osterinsel. Hier muss es also aus welchen Gründen auch immer Austausch gegeben haben. 2000 Kilometer hinrudern, 2000 Kilometer zurückrudern. Ob man das wirklich nur gemacht hat, damit man irgendwelche Glasmesser oder so tauschen und handeln kann, solche Gefahren aufzunehmen, auf sich zu nehmen, solche Strapazen, das wird sich natürlich so in Zukunft wohl niemals wirklich erklären lassen. Ich sage ganz gerne immer, warum der Mensch das macht, ist klar, er ist einfach neugierig. Er will gucken, was ist hinter dem Horizont des Ozeans, was ist hinter dem nächsten Gebirge. Und irgendwelche Leute, irgendwelche Gruppen oder so werden dann tatsächlich sagen, gut, dann gehen wir einfach mal gucken, was da so hinter ist. Oder wir setzen uns in das Bötchen und fahren einfach mal hinter den Horizont, um zu schauen, wo geht's denn da eigentlich weiter. Und irgendwann treffen sie auf eine Insel und besiedeln die und fahren auch wieder zurück. Und wer weiß, wie viele Tausende oder Zehntausende von polynesischen Seefahrern bei ihren Entdeckungsreisen in diesem gigantischen Ozean untergegangen sind und nie irgendwie wieder Land betreten haben. Das alles ist natürlich in der Vergangenheit geschehen. Wir werden es niemals erfahren. Aber spannend ist schon, wenn man zwei-, dreimal hinguckt, selbst so kleine archäologische Hinterlassenschaften wie auf der Pitcairn-Insel, die ja wirklich nur so groß ist, kann man tatsächlich Parallelen erkennen zu tausende Kilometer weiter entfernten Inseln, wie eben in diesem Fall die Osterinsel. Ein interessantes Thema, denn die Besiedlungsgeschichte des Pazifischen Ozeans ist noch längst nicht erforscht und man darf niemals vergessen, was die Polynesier hier vor Jahrhunderten oder vielleicht vor 1000 Jahren oder 1500 Jahren alles geleistet haben. Damit sage ich mal Tschüss, ihr Lieben, gebt mir gerne ein Feedback und Daumen hoch und lasst auch gerne ein Abo da. Bis zur nächsten Folge, euer Lars.